Dass der eine oder andere Rapper gerne mal etwas über die Stränge schlägt, das ist keine Überraschung. Und spätestens seit meinem Video über 5 krasse Deutschrap-Momente dürftet ihr wissen, dass Ausraster, Gewalt und schräge Interviews bei einigen einfach zum Image dazugehören. Und so ist es kein Wunder, dass es da noch viel mehr gibt an skandalösen Auftritten, krassen Ausrastern und coolen Aktionen deiner Lieblingsrapper. Und welche davon die allerlegendärsten waren, welche die meiste Empörung provozierten und welche die größten Wellen schlugen, auch international, all das zeige ich dir hier bei Ride. Da sich viele gewünscht haben, dass ich auch mehr über amerikanische Rapper spreche, geht es auch direkt los mit einer echten US-Legende. Nummer 5, Eminems Auftritt bei TV Total. Ende 2004 war Slim Shady nämlich auf Promotour in Deutschland, um den lokalen Medien sein 5. Studioalbum Encore und insbesondere seine Single Just Lose It zu präsentieren. Und Eminem, der eigenen Angaben zufolge in der Zeit gerne mal unter dem Einfluss von mehr als einer Droge gleichzeitig stand, begann das Interview direkt, indem er das Publikum auf Deutsch begrüßte. Fick dich! Fick mich! Ja, natürlich! Da das natürlich ziemlich gut anzukommen schien, präsentierte er im Verlauf der Sendung auch den Rest seines deutschen Wortschatzes, der natürlich hauptsächlich aus Beleidigungen und sexuellen Anspielungen bestand. Der Höhepunkt kam, als der heutige Galileo-Moderator Stefan Gödde zugeschaltet wurde, um vor dem TV-Total-Publikum seine Sendung zu promoten. Eminem war davon allerdings sichtlich gelangweilt und beschloss dann, seiner Langeweile auch tatkräftig Ausdruck zu verleihen, als er seine Hose runterzog und erst ihm und dann ganz Deutschland seinen nackten Hintern präsentierte. Der steife Gödde konnte damit aber irgendwie nicht zurecht umgehen und zog einfach weiter seinen eingeprobten Text durch. Nachdem Eminem seine blütenweiße Calvin Klein Unterhose wieder hochgezogen und sich von Gödde per Mittelfinger verabschiedet hatte, erklärte er dem verdutzten Raab, im amerikanischen Fernsehen würden solche Szenen häufig herausgeschnitten, in Deutschland sehe das da ganz anders aus. Sein Fazit: Wir lieben euer Land. Die ganze Sache schlug übrigens internationale Wellen und wurde besonders von amerikanischen Hip-Hop-Medien damals verwundert kommentiert. Der gute Marshall war übrigens 5 Jahre später noch einmal zu Gast in der Sendung und gab sich wieder erfreut über die liberalen Regeln im deutschen Fernsehen. Allerdings hatte er da schon seinen Drogenentzug hinter sich, also ging es dabei insgesamt wesentlich ruhiger zu. Und zum Schluss gab es sogar noch ein spontanes Duett mit Stefan. I have no fucking clue what the fuck I'm doing, but freifig Muschi, your whole life is ruined. Weiter geht's nach Hamburg ins Eimsbüttler Kaifu-Bad mit Nummer 4, Jizzes und sein Schwimmbad-Ausraster. Freibad und Fritten gehören für viele zusammen wie Chlorgeruch und Urin im Wasser. Für 187-Rapper Jizzes gehört jedoch noch was ganz anderes zum sonnigen Schwimmbadbesuch. Ein Glas Bier, und zwar eines, das er trinken kann, wo und wann er will. Das legt zumindest dieser legendäre Clip nahe, der 2018 für eine Menge Aufsehen gesorgt hat. Darin zu sehen ist der Rapper, der gerade mit seinem Glas entspannt die Terrasse des Schwimmbades entlangläuft. Er dachte sich offenbar nichts Blödes und plötzlich spricht ihn ein Mann an. Entschuldige mal, wir dürfen mit dem Glas hier nicht rausgehen. Ey Digga, willst du mich gerade verarschen oder was? Tja, fast 2 Minuten bezeichnet ein wütender Jizzes den Hilfs-Sheriff nun unzählige Male als Fotze, Schwuchtel und Hurensohn, wischt ihm die Sonnenbrille aus dem Gesicht und droht ihm auch ein paar Schläge an. Dann zieht er ab, natürlich mit seinem Glas. Dass Jizzes derartig ausflippt, ist jetzt nicht gerade untypisch für den 187er, um es mal wie die Soko Autoposer zu sagen. Obacht, ne? Der ist hochentzündlich, der Typ. Interessant ist eher, dass sonst nichts passiert ist. Wahrscheinlich war der Kerl für Handgreiflichkeiten aber auch viel zu eingeschüchtert. Insgesamt ist die Sache aber dadurch nicht weiter eskaliert und am Ende des Tages ging es auch gut für Jizzes aus, denn eine weitere Anzeige konnte er damals wie heute eigentlich ganz und gar nicht gebrauchen. Weiter geht es zu einer Aktion, die wieder einmal bewiesen hat, dass die Massenmedien noch immer gar keine Ahnung von Rap haben. Nummer 3, der Echo-Skandal um Kollega und Farid Bang. Wir erinnern uns, 2018 waren die beiden mit JBG3 in der Kategorie Hip-Hop Urban national nominiert. Soweit, so gut.
Den Preis gewann sie dann auch, weil das Album nun mal mit über 200.000 Einheiten unbestreitbar hohe Verkaufszahlen hatte. So viel zum guten Teil. Schwierig wurde das Ganze aber, weil das internationale Auschwitz-Komitee die Teilnahme des Hip-Hop-Duos bereits im Vorfeld stark kritisierte. Insbesondere aufgrund dieser beiden Textzeilen aus dem Song 0815. Zitat: Mein Körper definierter als von Auschwitz-Insassen und mache wieder mal einen Holocaust, komm an mit dem Molotow. Nun, das sind Zeilen, die so kritisch sie auch sein mögen, gerade im Battle-Rap eigentlich nicht aus dem Rahmen fallen und natürlich auch nicht ernst genommen werden sollten. Vor allem, weil es bei JBG immer darum ging, in Sachen Geschmacklosigkeiten nochmal einen draufzusetzen. Aber das muss dieses szenefremde Komitee natürlich nicht wissen, weshalb ich deren Einspruch durchaus verstehen kann. Ähnlich wie ich sah das übrigens aber auch der Ethikrat des Echos, der hatte sich im Vorfeld mit Blick auf die Meinungsfreiheit und Kunstfreiheit gegen einen Ausschluss der Rapper entschieden. Provokationen seien schließlich ein allgemeines Stilmittel im Hip-Hop. Das sahen allerdings längst nicht alle so, insbesondere aus den Reihen deutscher Musiker, denen Kunstfreiheit eigentlich ein Anliegen sein sollte, hagelte es Boykottaufrufe. Peter Maffay, der die Echo-Verleihung nach dem Auftritt der beiden Rapper aus Protest mit einigen anderen vorzeitig verlassen hatte, bezeichnete die Verleihung als Ohrfeige für das demokratische Verständnis in unserem Land. Sie sei Ausdruck einer Mischung aus Dummheit, Feigheit und fachlicher Inkompetenz. Vielleicht ein bisschen dick aufgetragen. Bei der Verleihung erklärte der Sänger und Ex-Punk Campino, Provokation sei ein wichtiges Stilmittel, wenn diese aber frauenfeindlich, homophob, rechtsextrem oder antisemitisch sei, sei eine Grenze überschritten und warf den beiden Künstlern damit indirekt solch ein Gedankengut vor. Ähnlich urteilte auch Außenminister und Instagram-Model Heiko Maas. Nachspiel der Geschichte war, dass das Album 8 Monate nach Veröffentlichung durch die BPJM indiziert wurde und Sony BMG die Kooperation mit den beiden Künstlern beendete, was beides ein ziemlich untypisches Vorgehen ist, denn scheinbar gingen die Zeilen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch klar. Krass, wie schnell sich die Zeiten ändern. Übrigens wurde der Echo nach dem Skandal um die beiden Rapper vorerst abgeschafft. Die beiden können sich also nicht mehr nur das Karriereende des ein oder anderen Sprechgesangsartisten auf die Fahne schreiben, sondern nur noch das einer ganzen Preisverleihung. Respekt. Dass auch internationale Rapper sich bei Preisverleihungsskandalen nicht verstecken müssen, das beweist der nächste Kandidat. Nummer 2. Kanye und die VMAs. 2009 war Kanye West mal wieder unzufrieden mit den Entscheidungen von MTV. Bei den Video Music Awards stürmte er die Bühne und erklärte, Taylor Swift habe ihren Award gar nicht verdient. Lustigerweise war das auch nicht das erste Mal. Schon 2006 stürmte er bei den Europe Music Awards die Bühne und hielt eine Wutrede, weil er den Preis für das beste Video nicht bekommen hatte. 3 Jahre später unterbrach er dann die Dankesrede von Best Female Video Gewinnerin Taylor Swift, denn Kanye war überzeugt, nicht sie hätte gewinnen sollen, sondern Beyoncé. Taylor Swift stand sprachlos daneben und auch Beyoncé war das Ganze sichtlich peinlich, aber für Kanye wurde es ein wahrhaft legendärer Auftritt und Teil seines Images. Zurück nach Deutschland und damit zu einer wahren Underground-Legende, dessen Talkshow-Auftritte schon das eine oder andere Meme hervorgebracht haben. Aber bevor ich das auflöse, hau doch mal ein Abo raus, denn wie YouTube mir gerade eben mitteilte, haben mich 96,7% meiner Zuschauer nicht abonniert. Weißt du, andere YouTuber hallen rum, weil 10% oder so nicht abonniert haben. Bruder, wie soll ich so meine Familie ernähren, Mann? Spaß beiseite, wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abo sehr freuen. Aber nun zu Nummer 1. Orgy und Alice Schwarzer. 2007 war die Berliner Underground-Legende und Erwachsenen-Filmproduzent Orgy zu Gast bei Maischberger. In einer Sendung, die aus irgendeinem Grund an dem Tag nicht von Maischberger selbst, sondern von Alice Schwarzer moderiert wurde. Und wer Orgy kennt, kann sich denken, dass das keine optimalen Voraussetzungen sind. Direkt zu Beginn des Interviews zeigten sich leichte Spannungen, als Alice Schwarzer King Orgy als Erfinder des Brutalo-Rap bezeichnete und dieser konterte, seine Musik sei eben ein bisschen erotischer. Kurz darauf kramte die Moderatorin einen Zettel heraus und zitierte einen Part aus einem seiner Songs. Du nichts, ich Mann. Dazu treten sie cool auf, wie die Rapper das machen. Auf die Frage, ob er sich angesichts solcher Zeilen nicht schämen würde, antwortete der Rapper mit einem unbeeindruckten und vor Gelassenheit nur so strotzenden. Nö.
Das wirkte schon fast so, als würde er sich tatsächlich das erste Mal mit seinen Texten auseinandersetzen. Ähnlich wie andere Rapper dieser Liste musste Orgy nun versuchen, seinem Gegenüber und dem szenefremden Publikum zu erklären, dass das alles Humor ist und als Stilmittel zu betrachten ist, was natürlich zum Scheitern verurteilt war. Denn Alice Schwarzer war nicht zum Verstehen, sondern zum Verurteilen gekommen und fragte ihn konstruktiv, ob Frauen seiner Ansicht nach überhaupt Menschen wären. Als dann das Gespräch auf Orgys Karriere als Filmproduzent gelenkt wurde, stellte die Moderatorin dann auch noch in den Raum, seine Darstellerinnen würden zum Mitmachen gezwungen werden, was schon hart an übler Nachrede grenzt. Ein Glück, dass Orgy Humor hat und nicht zur Anzeige, sondern zur 808 griff und das Interview in einem Remix verarbeitete. Genauso wie ich nächsten Freitag die Karriere von 18 Karat verarbeiten werde, denn wir sind hier am Ende. Wie fandst du denn diese Folge? Hab ich dich zumindest etwas überraschen können und möchtest du in Zukunft gerne öfter sowas sehen? Falls ja, lass es mich in den Kommentaren wissen und wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Like da. Wenn du mehr sehen möchtest, hau ein Abo raus und wenn du absolut nichts mehr verpassen willst, dann läute die Glocke. Darüber freue ich mich natürlich am meisten. Bis dann, Freunde, macht's gut. Haut rein, wir sehen uns. Was quatschst du für Scheiße?